Großadmiral Dönitz wird hocherfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Ich muss hier weg. Ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren. Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann ist die 9. Armee verloren. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Niemals! Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Russen erobert. Noch keine Meldung, ich spreche gerade mit Koller. Kapitulieren! Niemals! Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Wir müssen jetzt handeln! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll denn das heißen? Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Das ist empörend! Ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles hohle Phrasen! Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Führer Fegler. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!